Guten Tag, heute geht es um das Stehen. Eine gute Stehposition für die Oboe, für das Oboe-Spielen, sollte eigentlich ein jeder aus dem normalen Leben, aus dem Laufen heraus finden können. Das heißt, indem ich mich bewege, nach vor und zurück, finde ich eine Position wie zum Beispiel jetzt wie breit. Das wäre jetzt aus meiner Sicht für mich persönlich zu breit, weil ich würde niemals, wenn ich laufe, so stehen bleiben. Zwar gibt mir das hier Kraft und Stabilität, aber das, denke ich, fixiert mich zu stark in dem Körper. Ich würde mich bewegen und würde etwa bei mir hüftbreit stehen. Das wäre für mich eine natürliche Position. So könnte ich stehen bleiben. Da wäre auch der Körper flexibel, jetzt nach rechts und nach links. Außerdem sollten die Knie auch aus der Bewegung heraus nicht zu fest und zu extrem durchgedrückt sein. Also das kann man vielleicht kaum sehen. So, also das wäre jetzt durchgedrückt. Manche Menschen, die bleiben stehen und drücken ihre Beine so durch. Wenn ich mich bewege und ich bleibe stehen, dann sind die Knie etwas locker, zwar gespannt, aber locker. Und die Beine in meinem Fall sind hüftbreit. Das wäre die erste Position. Also laufen und dann aus dem Laufen heraus sich einfinden, wie es einem selbst am angenehmsten erscheint. Danach kommen wir zu den Armen. Wenn ich den Arm hier lege, dann ist das Handgelenk einigermaßen locker, nicht so und nicht so. Wenn ich das hier mache, das Gleiche. Der Arm ist nicht so und nicht so und es ist so. Einigermaßen natürlich. Dann hängen auch die Arme hinunter und wenn wir sie hochnehmen, sehen wir das auch. Die Arme sind einigermaßen gerade. Wenn ich jetzt einen Stab nehme und habe den Stab unten, nehme den Armstamm hoch, dann ist wieder der Arm gerade. Wenn ich das links mache, ist wieder der Arm gerade. Wenn ich das dann mit der Oboe mache, nehme ich die Oboe, dann schaue ich, dass hier der Arm gerade ist. Dann schaue ich, dass der Arm hier erstmal gerade ist. Dem Augenblick, wo der Arm sich in diese Richtung bewegt oder in diese Richtung, wird die Blutzirkulation in den Gelenken etwas behindert und es könnte zu Taubheitsgefühlen oder Ähnlichem kommen unter schweren Belastungen im Beruf. Kommen wir jetzt noch zur Schulterhaltung. Die Schulterhaltung sollte ebenfalls, das ist die Schulter, sollte ebenfalls möglichst natürlich und locker sein. Wir haben heute viel, viel Arbeit am Computer und anderen neuen, modernen Geräten. Wir müssen auch teilweise viel schreiben, auch normales Schreiben. Und durch dieses Schreiben und durch diese Computerarbeit bewegt sich die Schulter etwas nach vorne. Das ist eine mehr oder weniger unbewusste Haltung. Dadurch kommt die Schulter nach vorne und es gibt eine Spannung im Schultergürtel. Das sollte man versuchen nicht zu machen, beziehungsweise möglicherweise bei einem, wenn man dieses Gefühl hat, bei einem Physiotherapeuten kleine Dehnübungen machen, um hier möglichst entspannt bleiben zu können. Dass hier die Schulter nicht nach vorne geht, sondern dass der Körper hier entspannt bleibt. Das Gleiche gilt jetzt für den Kopf und die Kopfhaltung. Man sollte versuchen, nicht den Kopf nach hinten und man sollte nicht versuchen, den Kopf nach vorne. Das sind so verschiedene Angewohnheiten, die man vielleicht tut. Wenn man den Kopf nach vorne tut, dann kann man hier sehen, dann ist hier die Wirbelsäule etwas schief geworden. Ja? Und man kann natürlich, wenn man sich konzentriert auf die Noten, dann passiert mir das auch. Wenn man konzentriert sich auf die Noten, und dann passiert mir das auch, dass ich auch mit meinem Kopf nach vorne gehe. Das ist bestimmt nicht schlimm, wenn das mal temporär geschieht. Aber dann muss man zu Hause wieder schauen, dass man, wenn man zu Hause ist und übt und die Probe nacharbeitet, dass man hier ein bisschen sich wieder dehnt, ein bisschen wieder entspannt. Ganz entscheidend für die Körperhaltung ist auch der Schuh. Heute habe ich keinen Schuh an, um alles möglichst gut zu demonstrieren. Ein Schuh mit Absatz führt zu einem, aus meiner Sicht, etwas verschobenen Gleichgewicht im Körper. Ich nehme ja mal ein Buch als Hilfsmittel und versuche das zu demonstrieren.
Ja, wenn ich jetzt auf das Buch trete, das ist ja kein großer Absatz jetzt, oder kein großer, trotzdem, wenn ich jetzt hier drauf trete, dann ist es für mich so, dass hier ich jetzt mehr gespannt bin in den Knien. Das müsste ein jeder selber ausprobieren. Ich bin gespannt in den Knien. Das Gefühl in den Knien ist für mich, aus meinem Gefühl her, verkrampfter. Und jetzt möchte ich hier in der Hüfte das ein bisschen ausgleichen. Bin auch hier ein bisschen verkrampft. Und jetzt setzt sich das hier im Rücken fort, sodass ich irgendwie auch die Balance finde, indem ich vielleicht sogar den Schultergürtel nach vorne anspanne. Das könnte bei jedem Oboisten etwas anders sein. Das muss man ausprobieren, ob das wirklich, das sind jedenfalls meine Erfahrungen. Also dadurch komme ich dann so etwas, ich übertreibe mal ein bisschen. So, und jetzt, wenn ich diese Position habe, jetzt versuche ich noch ein weiteres Hilfsmittel zu nehmen, wenn ich jetzt diese Position habe und ich gehe jetzt hier mit dem Zollstock hier hin, dann sehe ich, an welcher Position das Kinn ist. Ja, muss ich mal gucken. So, dann geht das Kinn sitzt also etwas, wenn man hier so guckt, ungefähr, sitzt etwas hier zwischen Mittelfuß und Ferse. Irgendwo da hinten sitzt das Kinn. Ich versuche das jetzt hier nochmal. Also es ist, manche gehen vielleicht nach vorne, manche gehen vielleicht nach hinten. So, und wenn ich jetzt ohne das alles stehe, ich gehe wieder aus der Bewegung heraus, gehe wieder zurück, stelle mich jetzt mal zur Seite, so, und jetzt nehme ich die Oboe und nehme jetzt den Ansatz, erstmal ohne, dass jetzt der Ansatz geformt ist, und ich schaue jetzt, wo das Kinn liegt. Es ist ein bisschen ungefähr mit dem Zollstock. Dann liegt das Kinn irgendwo zwischen Mittelfuß und Zeh. Also das Kinn. Das ist für mich auch eine Möglichkeit, wie man eine natürliche Grundhaltung, sagen wir mal, ausprobieren kann. Das kann man nicht mit dem Zollstock machen. Jeder Mensch ist da ein bisschen verschieden. Nicht? Aber wenn ich jetzt natürlich versuche, ganz normal und locker mich zu bewegen, auch versuche hier möglichst locker zu bleiben und ich schaue nach unten, dann schaue ich eigentlich genau hier hin. Und wenn ich den, nochmal das Hilfsmittel, wenn ich jetzt das Hilfsmittel nehme und versuche jetzt locker zu bleiben, also ich, das ist meine persönliche, ich drücke mich nicht durch hier und gehe nach vorne, das könnte man auch machen, da wäre das hier sehr fest. Ich habe die andere Lösung. Ich würde wahrscheinlich hier in den Knien etwas mehr weich sein und etwas tiefer gehen. Und dann, um das wieder auszugleichen, würde dann hier mit dem Körper zurückgehen. Ja? Um dann zu spielen. Nicht? Und wenn ich dann jetzt das Kinn sehe, dann fällt das Kinn ungefähr hier hin. Das ist nochmal eine Möglichkeit, wie man unter Umständen selbstständig eine Position findet, die einem am angenehmsten ist. Ausgehen würde ich immer von der Grundhaltung, ich bewege mich, jeder ist da individuell, versucht seine Position zu finden, dann die Arme möglichst entspannt und gerade, hier nicht nach vorne, das wäre erstmal die Grundposition. Diejenigen, die natürlich über viele, viele Jahre schon die Absätze getragen haben, die werden sich einige Zeit daran gewöhnen müssen und müssen einige Wochen vielleicht ausprobieren. Und dann wird man sehen, ob ihnen das angenehmer ist oder nicht. Soweit die Einführung zum Stehen. Auf Wiedersehen.